Alles um uns herum wird ständig verbessert. Technologien, Institutionen, Prozesse, Regeln, Partizipation. Was uns dabei treibt? Ganz einfach, das Streben nach einem besseren Leben. Für uns, unsere Kinder, für die Gesellschaft. Marktdesign ist ein Werkzeug, das uns dabei hilft. Die Disziplin ist noch relativ neu, aber sie kann tatsächlich unsere Welt verbessern. Einfach deshalb, weil durch sie zum Beispiel Ressourcen viel intelligenter genutzt werden können als bisher. Marktdesign sorgt für robustere Märkte, fairen Marktzugang, schnellere und objektivere Entscheidungen, gerechteren Wettbewerb, soziale Inklusion und mehr. Lokal, regional und global. Und was spornt uns als ZEW an? Genau diese Frage: Wie können wir in Zukunft besser leben? Oder anders ausgedrückt: Wer entwirft das Auto der Zukunft? Ein Physiker? Ein Ingenieur? Genauso verhält sich die klassische Wirtschaftsordnung zum Marktdesign. Einer kennt die Gegebenheiten, der andere kann gestalten. Marktdesign nutzt, was uns erst seit kurzem zur Verfügung steht: eine noch nie dagewesene Breite und Tiefe von Daten. Regeln berücksichtigen die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie, Labor- und Feldexperimente testen Möglichkeiten, Computersimulationen bringen Licht ins Dunkel. Die Ergebnisse sind also kein Blick in die Kristallkugel, es sind robust konstruierte Regeln, die dem Realitätstest standhalten. Und mit der fortschreitenden Digitalisierung wird die Bedeutung von Marktdesign weiter zunehmen. Bei der Gestaltung des Strommarktes, Ausbau der 5G-Netze, dem Design von Reputationssystemen auf digitalen Plattformen, dem Handel mit CO2-Zertifikaten, der Zuteilung von Spenderorganen und. Ein Beispiel: Leipzig, Mai 2017. Etwa 450 Eltern stehen Schlange, um sich für nur 45 Krippen und 120 Kindergartenplätze einer neuen Kita einzuschreiben. Es muss sogar die Polizei einschreiten, um Eskalationen zu vermeiden. Die Vergabe von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten in Deutschland ist schon länger problematisch. Sie wird nicht zentral koordiniert. Die Folge: ein großer Verwaltungsaufwand für die Träger. Die Eltern leiden an Planungsunsicherheit, das verursacht Stress und verunsichert auch die Kinder. Marktdesign konnte und kann hier Abhilfe schaffen. Zunächst wurde die aktuelle Platzvergabepraxis analysiert. Welche Lösungen funktionieren bereits? Werden Wünsche der Eltern und Kinder berücksichtigt? Welche sozialen Kriterien der Kommunen werden umgesetzt? Im Anschluss wurde ein neues zentralisiertes Verfahren nach dem bewährten Gale-Shapley-Algorithmus entwickelt. Schritt 1: Eltern geben ihren Wunschkindergarten und eine Rangfolge weiterer Alternativen bei ihrer Vormerkung an. Auswahlfaktoren können beispielsweise die Nähe zur Wohnung oder das Betreuungskonzept sein. Schritt 2: Die Kitas erstellen ihrerseits eine Prioritätenliste mit eigenen Kriterien wie Alter und Gruppengröße. Dabei werden auch Sozialstandards der Kommunen berücksichtigt. Zum Beispiel die gemeinsame Unterbringung von Geschwistern. Schritt 3: Ein computergestützter Algorithmus bringt Wünsche und Prioritäten der Kitas so zusammen, dass am Ende keiner das Ergebnis ändern möchte. Es ist stabil. In nur wenigen Stunden sind alle Kinder final zugeteilt. Das neue Verfahren wurde in Kooperation mit verschiedenen Gemeinden erfolgreich getestet. Die Auswertung resultierte in einem 7-Punkte-Plan, einer Blaupause für bessere Betreuung und zufriedenere Eltern und Kinder. Der interdisziplinäre Ansatz von Marktdesign steckt in der DNA unseres Instituts. Das ZEW, Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung, unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft, ist eines der führenden europäischen Zentren für Marktdesign und damit Mitgestalter einer lebenswerteren Welt.